Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück zu einem weiteren Part von SimCity. Und ja, wir sind immer noch auch live bei Twitch TV. Könnt ihr ja mal gucken jetzt manchmal, ob ich denn da gerade streame oder nicht. Ich werde auch streamen, außer neben meinen Videos vielleicht mal auch mal so Spiele, was ich so zwischendurch zocke. Was dann auch nicht als Let's Play gilt letztendlich, sondern einfach nur als ein bisschen Gelaber. Natürlich werde ich dabei nicht mein Großmembran-Mikro nehmen, weil das lässt sich nicht vernünftig einstellen auf die Mikrofonlautstärke zurzeit. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber sonst wird es schon laufen. So. Oh, ganz schön was los. Wo ist denn hier der Großbrand? Ist wahrscheinlich gerade gar nicht so wichtig. Feuerwehr regt sich eh die ganze Zeit auf, dass die zu wenig von den Feuern löschen können. Und die kostet schon so viel und die kriegen trotzdem nicht. Zwei von drei Bränden gelöscht und ich habe schon vier Feuerzüge. Ich habe auch das Gefühl, dass die Feuerwehr immer nur zu einem Brandherd fährt. Aber jetzt, okay, jetzt sind es doch zweimal hier. Nee, die sind einfach nur hier im Stau. Wo wir gerade dabei sind, hier sind... Können wir mal die auf hohe Dichte erhöhen. Das entlastet dann die Straße. So, nichts weiteres verfügbar. Hum. Straße mit hoher Dichte. Hier zwischen war eine falsche Straße, oder? Weil jetzt kann ich erst hohe Dichte angeben. Downgrade ist umsonst. Upgrade kostet Geld. So, 33.000. Wie zufrieden sind sie denn alle? Sie werden zufriedener. Es gibt tolle Läden und Shops. Freie Wohnung, Grundschule. Da wird die Dichte gerade erhöht. Handelsdepot. Hier oben sind die irgendwie immer glücklicher. Es ärgert mich immer noch, dass wir kein Wasser hatten. Also ich bitte euch, wie lange soll das denn schon her sein? Vor allem mal lieber, dass ihr noch Strom habt. Wie ist denn die Bussituation inzwischen? 21 Minuten. Allgemeine Hochschule. Petition zum Bau genehmigt. Dr. Wu-Turm und Maxis Herrenhaus. Herrenhaus. So, die Polizei sollte noch mit allem klarkommen. Obwohl, die haben ja zwischendurch schon gesagt, die kommen eigentlich nicht mehr mit allem klar. Aber ist jetzt auch egal. Ich möchte eigentlich jetzt nur Öl bohren. So. Werde ein Öl-Tycoon. Aha. Ich bin auf jeden Fall recht nah drin. Und jetzt freut sich die Industrie darüber. Yeah, Öl. Wir machen mit dem Versand große Gewinne. Die stellen noch ein. Hauptsache, ich setze erstmal ein Schild davor, damit er weiß, was hier abgeht. Aha, okay. Und die können nur so einen kleinen Bereich abfuttern. Wollte ich schon sagen. Ja, ist anscheinend so. Was kostet eine weitere Pumpe? 10.000. Aber man soll ja auf jeden Fall richtig viel Kohle damit machen können. Vor allem, wenn ich jetzt hier im... Hier, Versandlager... Kann man nämlich Rohöllager auch bauen. Dann werden die nämlich auf dem Weltmarkt verkauft. Hm, setzen wir auch mal das Minischild. Werden hier noch so ein paar Sachen fehlen. Roherz, okay, das brauche ich jetzt gerade nicht so.
Ein 48,1 Barrel am Tag. So. Dann bearbeiten wir mal. Ein, zwei. Fies. Reißt auf jeden Fall eine ganze Ecke ein. Da unten kann ich nichts machen. Mal eben warten auf das weitere, auf die weitere Kohle. Annahme lokaler Rohöllieferungen. Natürlich, wo sollen die denn sonst herkommen? Oh, wieder ein kurzer Verbindungsabbruch. So. Damit ist das Umschlaglager voll erstmal. So, was hat der hier für eine Info für mich? Ja, das wusste ich. Aber da ich zurzeit keine Kohle dafür habe. So, Wohngebiete. Ich habe mal gelesen, man soll einfach alle Kredite annehmen. Und dann das Ölgeschäft einfach volle Kanne hochziehen. Aber ich denke gerade mal so, ja, warten wir mal eben noch einen Moment damit. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch mehr noch mehr Arbeiter. Und zwar niedere Arbeiter, die nichts anderes gelernt haben. Ein Kurzschluss, oh je. Zum Beispiel hier in der Mitte. Warum habe ich hier in der Mitte eine Straße mit mittlerer Dichte gehabt? Hier haben wir mal eine Straße mit hoher Dichte. Da kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich die gebaut habe, so. Naja. So. Oh, endlich, die Dichte erhöht sich von den Gebäuden hier. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch, das ist ja jetzt nichts Neues. Sicher ist die Einrichtung nicht zertifiziert, dafür ist sie auch billiger und kleiner als eine Universität. Erhöht die Grundstückpreise in Wohngebieten für mittlere Einkommensschicht. Aha. Aber das wird dasselbe sein wie ein Gymnasium, oder? Kostet weniger. Erhöht die Technikstufe umliegender Industriegebäude. Und die hier nicht? Ah. Komische Ansichten. Barrel Öl und im Moment produzieren wir 1166 am Tag. Heute liefert Rohöl 1000. So. Komm. Mehr Öl. Vorrat für 15 Monate noch. Wie lang sind eigentlich 15 Monate dann?
wahrscheinlich richtig lange. Ach ja, nachts ist das so schön. Nachts ist draußen schöner als drin. So. Ich werde mal das Lager wegmachen. Weil ich will nur Rohöl exportieren. Ich will nicht irgendwelche Waren exportieren. Weil 8000 Barrel Rohöl. Müssen wir mal gucken, ob wir so viel hier produzieren können. Geld gibt's auf jeden Fall genug. Wir haben zu wenig Kunden, wir haben zu wenig Kunden. Zufriedenheit Wohngebiet, ihr geht, wie viele Keime hier rumschwirren. Wir mögen die neuen Gebäude der Stadt. Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule gekommen sind. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, sondern hat eigentlich hiermit was zu tun, ne? Das Bildungsniveau ist jetzt auf 1. Wir haben zu wenig. Wir können zu wenig Kinder in die Schule schicken. Ich werde aber mal eben kurz eine Bibliothek lieber bauen. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich hier hinten auch mal endlich... ich glaube, das waren ja... Gewerbegebiete. Ja, die Leute sollen auch endlich mal glücklicher werden. So, was hast du für einen Vorschlag? Später. Eine große Messe, das kostet 150.000. Da bin ich noch 8 Milliarden Jahre von entfernt. Vor allem fügen sie einer Grundschule ein Klassenzimmer hinzu. Man beachte, es ist voll. Wir brauchen da eher eine zweite Schule. Aber wir brauchen auch Öl. Denn Öl ist das Wichtigste. Oh, das war doch ein Stück zu viel. Na? Na? Boah, jetzt will er mich auch wieder veräppeln. So. Dann sollte ich ja hier die maximale Anzahl an Pumpen wohl hinsetzen können, oder? Ach, das ist ein Stück zu kurz. So. Und so. Rohöllagerung maximal 2000. Garage für Öltransporter. Aber ich kann hier doch gar keine Lagerungsgeschichten weitere aufbauen. Wir haben eine Menge Öl, verarbeiten wir es doch zu Treibstoff. Das ist natürlich das Ziel von allem. Aber dafür muss ich 9600 Barrel Rohöl an einem Tag abliefern. Da bin ich noch ein bisschen weit von entfernt. Der Boden ist reich an Kohle, wir sollten graben. Nein. Wir sollten uns lieber mal... Na, komm. Rein da wieder ins Gebiet. Wir sollten uns lieber mal um... Pi mal Daumen. Eigentlich noch mehr Busse kümmern, oder? Komm, die Dichte kann doch noch mehr zunehmen, oder? Ich muss mal eben hier die letzten...
die letzten Bereiche ausbauen. Vor allem, weil ich ja noch weitere Wohngegenden bauen will. So. Glücklich werden sie eh alle. Der Bedarf an denen schrumpft. Wir haben unglaublich viel Bedarf an ja, einfache Familienhäuser. Der Bedarf an Fabriken ist ein bisschen gesunken. Wir haben mal 3000 Barrel Öl inzwischen abgeliefert. Können wir auch mal weitermachen. Ja, weisen die Wohngebiete aus. Würde ich gerne machen. Haben da gerade ein bisschen so das Platzproblem. Versuchen jetzt aber mal hier eine effiziente Straße zu bauen, ne? Das sieht auf jeden Fall ja komisch, ne? So eine Straße kannst du bauen, ne? Aber sonst der ganze andere Schmuh. Da warst du da am Meckern, hast gesagt, nee, tut mir leid, zu viel Neigung. Naja, wenigstens hast du jetzt beim nächsten direkt wieder die Faxendicke. Na komm. Mach doch das so, wie es sein soll. Oh, zu wenig Geld, wer hätte das erwartet? Sollen die Arbeiter halt hier direkt an der direkt an der Ölanlage sitzen. Die müssen da eh arbeiten. Oder hätte ich lieber Fabriken bauen sollen? Ja, ich mach das rückgängig. Ich baue hier lieber Fabriken hin. Sind dann noch mehr, die meckern können, dass es zu wenig Arbeiter gibt. Der Wind steht ja auch eigentlich ganz gut. Müssen halt nur auch mal gucken. Wie wir das mit der restlichen Ordnung machen. Was habe ich gemacht? Achso, über 15.000 Einwohner hingekriegt. Ich muss gleich mein Rathaus also upgraden. Sind das jetzt Straßen mit hoher Dichte? Ne, es ist mittlere Dichte. Die sehen so gut aus. Naja, so mehr Fabriken. Der Bedarf irgendwie an allen anderen Geschichten fällt, warum auch immer. Ja, stellen Sie eine Rohölzentrale auf. Das hört sich natürlich ganz toll an, wenn ich die schon bauen dürfte. Weil bis jetzt produziere ich noch nicht genug Barrels am Tag. Vorrat für 8 Monate. Wahrscheinlich wird es am Ende so sein, dass der Fleck darunter einfach verschwindet. Es wird zu SimCity passen. Oh, der Fleck ist aufgebraucht. Dann ist er halt einfach weg. Und tschüss. Schön, dass die Apartments wachsen und gedeihen. Oh nein, wir sind alle krank.
denke nicht so. Ihr seid nicht alle krank. Nicht mehr als gestern. So. Dann wollen wir mal, oder? Dann setzen wir hier den letzten. Dann haben wir 200 Barrel, glaube ich, pro Dingsbums. Whatever, auf jeden Fall ist es eine ganze Menge. So. Bauen sie an einem Tag 9600 Barrel Roll ab. Also brauche ich auf jeden Fall noch eine zweite Ölquelle zum Anzapfen. Es gibt ja auch eine zweite hier. Und ich brauche einen zweiten Umschlagplatz. Und mit etwas Glück, wenn ich den hier entferne. Ne, leider kann ich den nicht dahin stellen. Da unten bringt mir der nichts. Da wird er mir auch nichts bringen. Da auch nichts. Da auch nichts. Ich bräuchte echt mal irgendwas, was mir sagt. Ach, die sind ohne Unterricht, weil die keinen. Ja, ich muss hier die Schule noch erweitern. Und wir müssen auch hier die Bushaltestelle erweitern. Auch wenn zurzeit nicht viele. Ach so, das waren die falschen Busse. Aber ich kann mal meinen. Rathaus erweitern. Expansion nennt man es. So, mehr Sicherheit. Tourismusabteilung. Tourismusabteilung in der Stadt, eine Touristenfalle. Nein. Verkehrsabteilung. Pendler-Touristenverkehr. Die Transportbinder, wir müssen Transportbinder, Regionalbusse, Fähren, Schienenverkehr. Oder klar, Schiff in der Stadt. Ich würde mal sagen, Sicherheitsabteilung. Oh, die kann ich jetzt sogar wirklich nur an das Gebäude bauen. Machen wir es mal so. Und jetzt können wir bauen. Die größere Feuerwaffe. Wache. Die hat sogar eine schnellere Reaktionszeitraum als die kleinen. Genehmigung für Sicherheitsabteilung mit Dr. Proof weitergegeben. Hm. Whatever. Oh, jetzt haben wir sogar schon 7500 Barrel am Tag produziert. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese dieses Lager. Wo ist es denn? Müllhalde haben wir genug. Bim, 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 bim. Hier, Umschlagplatz. Weil das hier ist nämlich voll. Da lässt sich nichts mehr holen. Na, hier oben bringt mir das nicht viel. Ich brauche so richtig schön viel Platz dafür. Aber ich baue es hier unten. Wenn ich es denn gerade so auch hinkriege, wie ich es mir vorstelle. So. So, Straße durchgesetzt. Umschlagplatz. Sehr schön. Eins, zwei, drei Rohöl. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch weitere Garagen. Müssen mal gucken. Ich glaube, wenn der Tag vorbei ist, müsste. Oh, Export.
muss erst anschalten, dass ich das auch exportieren will. Das ging vorhin aber nicht. Oh, das wird richtig Kohle bringen jetzt. Geschlossen Lagerfeuer. Ja, wo soll es auch hin? Ich habe vergessen, das exportieren zu lassen. Naja. Jetzt wird's weggebracht. Oh, jetzt habe ich Kohle verdient. Dann wollen wir mal ruckzuck hier Maximallager aufbauen. Dann sollte die Rohölgeschichte auch ein richtiges... richtiges kleines Wunder werden. So vom Geld her. Was bedeutet eigentlich der hier an der Seite? Ach so, lokal verkaufen. Aber was soll ich lokal mit Öl? Die sollen mal schön alles exportieren. Ölbaron Proof. Ab jetzt und bald Millionär. So, jetzt können wir die maximale Menge an Öl wegschicken. Wenn die Trucks nämlich kommen, lädt er den schön voll und fährt wieder weg. So. Aber ich sag mal, ich bin müde. Ah ne, ich bin noch gar nicht müde. Wasserproblem, Wasserknappheit? Ich bitte euch, wofür brauche ich denn Wasser in der Rohölebene. Und warum sagt mir der Rohöltyp eigentlich, dass Wasserknappheit herrscht? Komische Welt. Strom ist auch eigentlich zu wenig. Aber da sagt mir auch keiner Bescheid. Warum auch? Energie scheint relativ. So, dann legt mal los. Das sollte mir auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang den Strom vom Hals halten. Sucht etwas, um seinen Lohn auszugeben. Sind die vielleicht doch ein bisschen am Meckern, weil so wenig Gewerbegebiet hier hinten sind? Also Medium-Gewerbegebiete kann man immer noch gebrauchen. Na komm, machen wir das einfach mal. Dann machen wir hier wieder schön Wald hin. Wird ja wieder alle freuen. Und jetzt bauen die hier wahrscheinlich ja schöne Gewerbegebiete hin. Warum seid ihr nicht so glücklich? Wir brauchen Wasser, wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferungen. Also Wasser solltet ihr alle kriegen. Ja, ist auch der Fall. Geld mache ich gerade unglaublich viel, nur durch diesen Ölverkauf. Auch wenn der Vorrat in 4 Monaten aufgebraucht sind,
Was auch immer 4 Monate bedeuten im Spiel. Na gut, machen wir Feierabend, Freunde. Dann heißt es nächstes Mal wieder Hallo Freunde der Spielkultur bei SimCity. Machen wir auch wieder mit Twitch TV. So. Screenshot. Und Feierabend im Gelände.